Hi Leute, heute geht es darum, warum ich meine Ingenieursstelle, den Job an den Nagel gehängt habe und nicht mehr weiter ins Ingenieurbüro gegangen bin. Und zwar ist eine ganz witzige Situation, die mir häufiger aufgefallen ist, wenn ich in Gesprächen mit jemandem bin, den ich gerade erst kennengelernt habe, irgendwo im Freundeskreis oder sonst wo, dann passiert es häufig, dass ich erzähle, ja okay, ich sage dann immer, ich mache Gesundheitsernährungsberatung, weil es reicht eigentlich viel tiefer, aber das ist ein Begriff, wo die Leute am Anfang was mit anfangen können, ein bisschen das grob einordnen können. Und im Grunde reicht es natürlich, wie gesagt, viel tiefer. Dann erzähle ich das immer so. Und die Leute finden es ganz interessant und wie ich dazugekommen bin. Und gerade wenn man das online auch macht, vieles und die Leute da wirklich an die Hand nimmt. Ja, finden alle sehr interessant. Aber dann ist es immer ganz lustig, wenn das Thema darauf kommt, dass man Bauingenieurwissen studiert hat und das Studium abgeschlossen hat und auch im Ingenieurbüro gearbeitet hat, aber dann das Ganze irgendwie an den Nagel gehängt und dann so, ah, da wird doch gesucht und so. Das ist immer ganz, ist einfach super lustig, wenn man dann sieht, oh, was für eine Anhaftung da bei vielen an so einem Job hängt. Und dann so, ja, warum gibt es nur so eine Stelle, ja, Ingenieursstelle, hast du die Möglichkeit, irgendwie dich, ja, Karriere zu machen, was auch immer. Es ist ein angesehener Job. Arzt, Ingenieur, was weiß ich, diese ganzen Jobs. Wie kann es sein, dass man sowas aufgibt? Und für mich ist es dann einfach immer, ich sage dann, ja, ich habe gemerkt, hey, es gibt gerade sinnvollere Sachen, die ich tun kann, wo ich viel mehr bewegen kann. Es war eine reine Empathie im Grunde heraus, dass ich das gemacht habe. Ich habe für mich selber erkannt, was das gemacht hat, die Ernährung, was gesundheitlich eigentlich möglich ist, was vom Denken her möglich ist, was man in dieser Welt eigentlich bewirken kann. Und dann hat der Job an der Stelle halt einfach keinen Sinn mehr gemacht. Aber es ist vielleicht auch mal wichtig zu wissen, dass vielleicht auch manche denken, oh, man möchte sich irgendwie ein Online-Business aufbauen oder sonstige Geschichten. Ich hatte einen Job, wo ich bestimmt gesellschaftlich besser akzeptiert gewesen wäre. Und der Punkt, worauf ich hinaus wollte, wenn du was machst für dich selbst jetzt, was du hier rausziehen kannst, du solltest nicht immer daran nachgehen, was in der Gesellschaft angesehen ist. Die Arbeit im Ingenieurbüro hat mir Spaß gemacht. Auch nicht so, dass das irgendwie eine schlimme Arbeit war. Hat mir super Spaß gemacht, deswegen habe ich das auch studiert. Aber wenn man dann mal merkt, okay, in dieser Welt sind eigentlich ganz andere Dinge erforderlich und wenn du merkst, du kannst eigentlich viel mehr Menschen helfen, kannst noch ganz andere Dinge machen, die einfach jetzt viel sinnvoller sind, als Häuser zu bauen. Was willst du ein Haus bauen, das dann irgendjemand deprimiert da drin hockt? Wozu? Wozu? Wie viele, die ein Haus bauen, gerade erst verheiratet haben, das erste Kind vielleicht schon unterwegs, bauen das Haus und bis sie das Haus mal gebaut haben, sind sie so verstritten und so auseinander und haben überhaupt nicht gelernt, ihre Emotionen zu verarbeiten, wie man zusammenlebt, wie man diesen Körper hier bedient, wie man gesund ist, wie man sich keine Depressionen schafft, wie man Ängste los wird und Zweifel. Den Umgang damit. Ja, was bringt es für so jemanden auszubauen? Lieber bringt man jemanden in den Zustand, dass er, egal wo er ist, selbst wenn er nicht sein neues eigenes Haus hat, sondern wenn er nur in einer 5-Zimmer-Wohnung mit seiner Frau und Kindern wohnt, dass er dann auch glücklich ist. Es kommt eben nicht auf die äußeren Umstände drauf an. Und wenn du so einen Job hast, wo du dir denkst, okay, war ganz nett, für die Zeit, ganz cool, war schön, hat mir Spaß gemacht, aber jetzt
Hast du andere Dinge erkannt langsam und du könntest vielleicht anderen Menschen helfen, dann mach das doch. Oder du möchtest einfach nur Zeit für dich haben, mehr, dann mach das doch. Und es muss nicht immer alles Knall auf Fall sein, es muss nicht alles von jetzt auf gleich sein. Ganz normaler, angenehmer Wandel kann da gut sein. Einfach mal die Arbeitszeiten zu reduzieren, erstmal sich nochmal Zeit für seine Gesundheit, für seinen eigenen Zustand zu nehmen und dann zu reflektieren, was ist denn hier eigentlich wirklich sinnvoll in dieser Welt und was wird gebraucht und nicht nur irgendwas machen, weil es halt anerkannt ist, weil man es halt so macht, weil man ja irgendwas macht, sondern was mit Sinn macht. Und dann hat man auch kein Burnout. Wenn du was mit Sinn machst und wenn du gelernt hast, wie du dich selbst bedienst, wie du deine Gedanken, deine Emotionen, deinen Körper bedienst, wie du den am besten versorgst, ist der Punkt. Das muss man erst lernen und dann kann man schauen, was man vielleicht alternativ machen kann, weil dann hat man erst eine ganz andere Klarheit. Aber sobald man noch keine klare Sicht hat, noch keine klare Vorstellung, dann kann man das auch erstmal ruhen lassen. Dann ist es wichtig, sich erstmal Zeit zu verschaffen. Das habe ich anfangs auch gemacht, eben mit dem Studium, da hat man schön viel Zeit. Deswegen habe ich studiert, das ist was anderes, als wenn man irgendwie einen 40-Stunden-Job hat. Deswegen wollte ich da auch noch nicht komplett fest reingehen. Ich habe zwar im Ingenieurbüro eben gearbeitet, habe da auch, ja, im Grunde, glaube ich, 4, 5 Jahre sogar gearbeitet. Einmal ein ganzes halbes Jahr komplett, 40 Stunden, das war das Praxissemester während dem Studium und dann auch immer wieder während dem Studium und nach dem Studium auch 2, 3 Tage die Woche. Aber ich wollte noch nicht komplett rein, eben weil ich gemerkt habe, okay, die Zeit für mich ist erstmal wichtig, um zu erkennen, was läuft hier eigentlich wirklich, was ist hier eigentlich wirklich sinnvoll zu machen, was möchte ich eigentlich wirklich hier in der Welt kreieren. Möchte ich nur irgendwelchen Vorstellungen von anderen nachleben oder möchte ich wirklich hier was kreieren, was sinnvoll ist, was Menschen nützt? Das ist die Frage, wo ich mir gestellt habe. Und wenn du daraus auch Nutzen ziehen möchtest, kannst du gerne mal unten drunter auf den Link schauen und dich in den Newsletter eintragen auf der Webseite. Oder einfach mal mit uns sprechen, mit mir sprechen und schauen, wo du jetzt stehst und wo du hin möchtest. Und was man da vielleicht machen kann. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und mach's gut. Bis zum nächsten Video. Ciao.